Hallihallo, und zwar zum dritten Tutorial über KIs, denn ich habe ja schon zwei Tutorials über KIs gemacht. Einmal, wie man einer KI einen Sichtkegel gibt, also eine Blickrichtung gibt und aus, dass die KI sieht, ob man hinter der Wand ist, dass sie einen nicht sieht und wenn man vor einem ist oder nah dran ist, dass sie einen sieht. Dann habe ich noch einen Teil gemacht über die KI-Wegfindung, also über das Pathfinding mit dem NavMesh und sonst was. Und jetzt geht es mal um Erinnerungen, und zwar um die Kalkulation quasi, wo der Spieler denn das letzte Mal war. Das ist so hilfreich zum Beispiel für die sehr viele Horrorspiele, bauen das jetzt ein und sonstiges. Wir bauen ein kleines Erinnerungsvermögen in unsere KI ein und verbinden nochmal beide KI-Tutorials, die ich gemacht habe. Es wäre am besten, wenn ihr die beiden nochmal anguckt, und weil ich gehe jetzt alles nur nochmal in Schnelldurchlauf, also macht das jetzt auf ganz schnell die Grundsachen, und dann kommen wir zum Erinnern. Denn was meine ich jetzt mit Erinnerung? Zum Beispiel die KI habe ich jetzt hier schon mehrfach durchlaufen lassen. Und die KI erinnert sich einfach, okay, ich bin jetzt an diesem Punkt hier. Ich bin an diesem Punkt, und deswegen geht auch die KI als erstes an diesen Punkt gucken, ob ich dort bin. Also wenn ich jetzt einmal hier in Play Mode gehe, so, dann geht auch die KI gleich los zu dem Punkt, wo der Player ist. Und das ist nicht, weil der Player direkt als Tag gesetzt ist, sondern das macht es einfach aus der Erinnerung und zuck, hat er ihn raus. Und da sieht man schon, die Liste löscht sich mit den vorherigen Positionen, wo der Player sein könnte. Und die KI kalkuliert einfach, so gesehen, immer wenn man quasi einen Level-Neustart macht oder das Spiel neu startet, kalkuliert es dann einfach nur aus den Punkten, an denen es sich erinnert, wo es den Player als erstes getroffen hat. Und dann checkt es einmal diese gesamten Punkte aus. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt den Player einfach hier oben hinpacke und dann nochmal auf Play mache. So, jetzt geht die KI zu den vermeintlichen Punkten, wo sie glaubt, dass der Player dort wahrscheinlich ist, weil die KI den Player dort das letzte Mal gefunden hat. Hier am ersten Platz ist sie nicht, okay, dann guckt sie jetzt weiter und sucht beim nächsten Platz. So, ein bisschen, hätte ich ein bisschen schneller machen können, aber egal. So, und er sucht weiter, geht zum nächsten Platz, guckt, ist der Player da? Nein, ist er nicht, okay. Guckt weiter und hat sich umgedreht und sieht den Player und geht zum Player hin. So. Jetzt haben wir ja schon die Kalkulation, also jetzt haben wir ihm wieder eine Erinnerung hinzugefügt, denn jetzt hat er den Player ja da oben gefunden. Also er nimmt immer den nächsten Punkt, an dem er sich erinnert. Also er nimmt immer den closesten Point, an den er sich erinnert. Ich erinnere mich, er war dort oder dort. Das ist näher, also gehe ich erst da gucken, wo es näher dran ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Player hier oben hinpacke und wieder auf Play drücke, so, dann bewegt sich auch das Enemy wieder und guckt als erstes bei dem nächsten Punkt. So, gut, und jetzt sucht es sich den nächsten Punkt aus. Der ist ja offensichtlich da oben gewesen. Oder hier war, glaube ich, auch einmal ein Fundort. Ich habe den ein paar Mal durchlaufen lassen. So, der Punkt war es nicht, okay. Dann geht er jetzt zum nächsten closesten Point. Der war es auch nicht. Jetzt geht er da oben gucken, wo er ihn eben entdeckt hat. Da war er auch nicht. Okay. Und jetzt läuft er einfach random weiter. Und er sucht jetzt einfach nur den Spieler. Ich könnte ihn jetzt so gesehen die ganze Zeit so lange suchen lassen, bis er ihn endlich mal findet. Aber das dauert ewig. Man kann auch die Geschwindigkeit höher stellen. Oder auch, ich mache noch mehr KI-Tutorials. Also das ist ja jetzt so mehr so für Horrorspiele gedacht. Oder für dynamische Gegner, so die halt wirklich auf die Suche gehen. Und immer bei einem Level-Neustart, dass man sich die KI dann daran erinnert, wo der Spieler sein könnte und wo nicht. Schade, jetzt geht er leider nicht hoch. Vielleicht haben wir ja Glück und er geht nochmal hoch. Vielleicht spüle ich ein bisschen vor oder wir scheißen einfach drauf. Kriegt das gebacken. Ja, mal gucken. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Er geht nach da oben gucken. Okay. Geht er auch da in die Ecke rein? Ja, er geht in die Ecke rein und zack. Hat den Spieler gefunden. So. Und dann machen wir mal nochmal auf Play. Zack. Nochmal again. So, ich verschiebe mal den Player woanders hin. Und jetzt wissen wir, er weiß ja, da hat er den Spieler einmal gefunden und da oben hat er den Spieler einmal gefunden. Deswegen einmal hier gucken, okay, hier ist er nicht. Dann einmal da oben gucken, okay, da ist er auch nicht. Okay, dann suchen wir das an den nächsten Punkten. Und so lernt die KI einfach dazu und kalkuliert quasi Möglichkeiten, wo der Spieler schon sein könnte und wo nicht. Wie gehabt, wird in vielen Horrorspielen eingesetzt, so auch in Hello Neighbor etc. pp.
Und ja, deswegen gehen wir jetzt erstmal zu den Grundsachen, die ich schon in den beiden Tutorials davor gezeigt habe. Deswegen machen wir das jetzt schon schnell Durchlauf. Als erstes macht ihr einmal im Blender so einen Sichtkegel, einfach nur so einen ganz simplen Sichtkegel, um den dann euren Enemy hinzuzufügen. Euren Enemy macht ihr dann halt euren Spieler, also euren Gegner, so wie er ist und fügt ihn dem Sichtkegel hinzu. Packt da einen Mesh Collider drauf, setzt den auf Convex, so dass das dann ein gerades ist und dass wir einen Trigger usen können. Also dann sagen wir ist Trigger True. Und erstellen uns schon mal ein Sichtkegel-Script, was wir da drauf ziehen. Und dann erstellen wir uns ein Script für DeepAI und das DeepAI packen wir einmal auf den Enemy. Dann öffnen wir das einmal, zack, so. Dann gehen wir mal zu DeepAI und machen einmal die Sachen, die wir schon in den letzten Tutorials gemacht haben. Also als erstes holen wir uns die Using Unity Engine DeepEngine.ai. So, dann haben wir das auch schon. Und dann können wir einmal sagen, wir brauchen einmal das Game Object des Spielers, also den Player, Game Object, Player. So, dann brauchen wir einmal unser NavMesh Agent, Public NavMesh Agent, NavMesh Agent, NavMesh Agent. So, dann brauchen wir einmal das Ziel, wo unsere KI denn hinlaufen soll, also einmal Public Vector Free Target. Target. So, dann brauchen wir einen Radius, auf dem er sich bewegt, also in was für einer Distanz er hin und her sich bewegen kann auf der Map. Public Float Radius. So, und da sagen wir dann auf Standard ist 120. Dann brauchen wir noch eine minimale Distanz, also sagen wir hier Min Distanz ist gleich 0,5f. So, und dann haben wir das schon fast. Dann brauchen wir noch mal die Booleans einmal für Bool, ups, einmal Bool und dann sagen wir einfach, ist das Target gesetzt, also das zufällige Target ist Target setted und dann brauchen wir einmal für, ist der Player gefunden worden, also found Player und ist der Player getarget, also sehen wir den Player aktuell, also sagen wir Target.Player. So, und dann haben wir das auch schon. Dann erstellen wir uns einmal das NavMesh. Dafür erstellen wir uns einmal unsere Spielewelt, unsere Map und gehen dann einfach auf das NavMesh-Tab. Das könnt ihr öffnen, wenn ihr unter Window geht, AI und dann Navigation. So, bei Navigation hier geht ihr einmal auf Object und dann habt ihr da einmal All. Ich habe jetzt hier schon gebaked, um ein bisschen Zeit zu sparen, aber ihr müsst dann da einfach nur bei Baken müsst ihr dann einfach nur die Objekte auswählen, also einmal den Boden auswählen. Und dann einmal auf Walkable setzen und alle Wände dann zum Beispiel auf nicht Walkable setzen. Dann geht er einfach hier auf Bake, macht er einfach auf Baken und dann generiert er automatisch das NavMesh mit den Begrenzungen, die man hier sieht. Die hellblaue Fläche, das ist die Fläche, worauf sich die KI bewegen kann und alles, was die Fläche nicht hat, darauf kann er sich auch nicht bewegen. So, direkte Einstellungen an NavMesh machen wir nicht und guckt dafür das andere Tutorial, wenn ihr mehr Details zu dem NavMesh haben wollt und zum NavMesh Agent, aber da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, das wäre ein bisschen zu viel. So, gut. Dann haben wir das alles schon mal eingestellt und dann müssen wir jetzt einmal nur das aus dem letzten Tutorial einmal wiederholen und zwar in der Update-Methode. Update, so. Und in der Update-Methode machen wir jetzt etwas für zwei Dinge anders, denn wir haben ja jetzt einmal unseren Sichtkegel, dass wir wollen ja die beiden Tutorials kombinieren, also haben wir einmal unseren Sichtkegel, da gehen wir einmal in das Sichtkegel-Script rein und da sagen wir dann einfach nur beim Sichtkegel public deep AI. So, DA und dann nutzen wir einfach den on trigger enter und die on trigger exit. So, und dann gucken wir einfach nur, ob in dem Trigger unser Spieler ist. Also sagen wir da other.compare tag und ist der Tag Player. Natürlich nicht vergessen, also deinem Player dann den Tag Player auch zu geben. Der Standard bei Unity, der gibt es automatisch, aber den müsst ihr noch zuweisen, zeige ich gleich. So, und dann sagen wir einfach da.foundPlayer ist gleich true. So, dann können wir das einmal kopieren. Und dann bei Exit sagen wir dann einfach false. False. So, dass wir wissen, der Spieler befindet sich in unserem Sichtkegel-Trigger. Da, wo wir ihn sehen können. Dann gehen wir einmal auf unseren Player selbst, gehen bei Inspector und dann da oben auf Tags. Und da gibt es das Default Tag Player. Einfach zuweisen und dann haben wir das auch schon. So. Und dann in DeepAI machen wir einmal wieder
in der Update-Methode eine Hilfs-Boolean, und zwar ob wir uns denn bewegen können oder nicht. Also sagen wir einmal bool, move, und da sagen wir gleich true. Ja, wir können uns bewegen. So. Dann brauchen wir einmal den Abstand, ob wir denn jetzt an unserem Target dran sind oder ob wir an unserem Target noch nicht dran sind. Also machen wir jetzt einmal if math.abs abs und dann sagen wir einfach nur transform.position x minus target target x kleiner oder gleich minimale Distanz. Und dann gehen wir einmal hier weiter und dann sagen wir wieder dasselbe, mathx abs.transform.position.z minus target.z und das dann kleiner gleich min-Distanz. So, und wenn das erfüllt ist, also wenn wir nah genug an unserem Target-Ziel dran sind, dann wollen wir natürlich wieder eine neue Position haben. Also das ist auch noch aus dem letzten Tutorial wie gehabt. Und da sagen wir dann einfach setted ist gleich false. So. Und move ist auch gleich false. Also move gleich false. So, denn wir sind ja an unserem Ziel dran. Wir wollen uns nicht mehr weiter bewegen. Was wir allerdings wollen ist, wenn wir jetzt unseren Player noch nicht gefunden haben, also wenn wir jetzt in unserem Sichtkegel drin sind und unseren Player haben, müssen wir noch checken, ob wir, ob vor uns keine Wand ist, also ob vor dem Enemy keine Wand ist und er den Spieler auch direkt sehen kann. Das könnt ihr in dem ersten Tutorial, was ich über KIs gemacht habe, nochmal richtig sehen, aber egal. So, ich mache mal dazu eine extra Playlist, wo ich alle KI-Folgen reinpacke. So, da sagen wir einmal if Player F, also haben wir den Player gefunden? Ja, dann machen wir einen Raycast Hit, Hit, so, und dann machen wir einfach nur die ganz normale Physics-Abfrage, if physics dot, dot Raycast, und zwar von transform.position, dann brauchen wir eine Direction, da sagen wir einfach nur Player dot transform dot, dot position, so, minus transform dot position, Komma, und dann out hit, und als Distanz sagen wir math dot infinity. So, wenn wir denn was getroffen haben, also if hit dot collider, wenn wir etwas treffen, gucken wir einmal, treffen wir auch den Spieler, also compare tag gleich player. Jo, wenn wir den Player getroffen haben, dann können wir sagen target-player gleich true. Denn wir haben das. Wir sehen den Player offensichtlich. Also können wir das Target auch dann zu der Player Position machen. Also player.transform.position. So. Und dann haben wir ihn auch schon. Dann können wir hier einfach sagen, wenn wir nicht den Player treffen, sagen wir einfach else t.player ist gleich false. Und das können wir einmal kopieren und dann auch, wenn wir gar nichts treffen, also wenn wir ins Leere schießen, so, dann sagen wir auch nochmal, Player ist gleich false. So, dann machen wir einmal die zufällige Wegrichtung, dass er sich zufällig auf den Nuffmesh bewegt. Dafür fragen wir einmal ab, if nicht gleich target player, also wenn der Player nicht gesetzt ist, das Target, dann sagen wir einmal nochmal if nicht, also Aufrufzeichen, setted, wurden wir noch nicht gesetzt. Dann sagen wir ihm einfach, okay, wir erstellen einen neuen Vektor 3, also eine neue Position, ein neues Target, T. Und da sagen wir dann random.inside the Unisphere mal Radius. So, und dann haben wir einen zufälligen Radius im Vektor 3. Damit wir jetzt aber die richtige Position von unserer Position aus haben, sagen wir dann nochmal T plus gleich transform. Transform.position, dann haben wir das von unserer Position aus, also von dem Enemy aus, und dann setzen wir jetzt einmal auf dem Nuffmesh ein, quasi ein Raycast, und dann nehmen wir für Nuffmesh Nuffmesh Hit, so, und dann sagen wir Hit, das kann man sich wie ein Raycast Hit vorstellen, nur der wird halt auf dem Nuffmesh gedroppt und nicht nirgendwo anders, der kollidiert nur mit dem Nuffmesh. Dann können wir sagen if Nuffmesh dot sample position, und zwar die Position T, die wir gesetzt haben, die neue, out hit
also innerhalb von unserem Hitpoint, den wir gesetzt haben, und zwar innerhalb des Bereiches Radius, und zwar auf der Maske 1, also auf Walkable. So, dann sagen wir Target ist gleich Hit.Position. Ups, Sekunde vergessen. Und dann sagen wir Setted ist gleich True, denn wir haben einen zufälligen Punkt gesetzt. Und dann können wir außerhalb von Setted jetzt, einmal hier in If Player noch drinne, sagen wir einfach If Setted. Dann sagen wir Nuffmesh Agent.Set Density, Sedition oder wie auch immer man das ausspricht, so, und zwar zu Target. So bewegt er sich dann automatisch zum Target hin. Natürlich, wenn wir den Player haben, also wenn wir den Player gesetzt haben, den Set Target Player, dann wollen wir natürlich einmal das Else, und dann sagen wir einmal if move, also ist die Variable auf true, dann können wir uns ja noch bewegen, also sagen wir Nuffmesh agent.set, so, zu Target, also wieder dasselbe. So, und dann bewegt er sich auch schon zufällig auf irgendeinen Ort auf dem Nuffmesh. Wenn er den Player sieht, bewegt er sich zum Player und hier checkt er einmal ab, ob er den Player überhaupt sieht. Jetzt haben wir die beiden ersten Tutorials über KIs eigentlich genug kombiniert und das war es dann auch eigentlich groß im Ganzen. Jetzt kommen wir zu den Positionen, sich merken und sich an die Position erinnern, wo der Spieler denn war, und das Kalkulieren, welcher Punkt denn am nächsten von ihm ist. Also wir bringen ein bisschen I in die KI. So. Und zwar brauchen wir als erstes einmal eine Liste für die Positions, also für die Punkte, wo wir sein könnten. Also public list, und zwar eine Liste aus Vektor 3, list, Vektor 3, ups, hoppala, Vektor 3. So, und da sagen wir dann einfach die Merkposition, Position, so, ist gleich new list array 3. Dann brauchen wir einmal einen Buffer, den können wir ruhig auch public machen, damit wir ihn sehen, aber am besten wäre es, wenn ihr den private macht, nochmal von dem Vektor 3, denn wir müssen das einmal buffern, ob die Position nicht schon in der Erinnerung, also in der Datei, die für die Erinnerung angelegt wird, ob sie nicht schon vorhanden ist. Aber wir löschen den aktuellen Positionsbuffer, wenn wir den Weg kalkulieren. Deswegen speichern wir einmal die Position in einem Buffer, sodass wir überprüfen können, dass wir nicht zweimal dieselbe Position uns merken. Also Buffer gleich New List Vectory 3. So, gut. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Booleans, und zwar einmal den Boolean, um zu gucken, ob wir unseren Player gefunden haben, also die Position, wo unser Player ist, also Find Point. Dann brauchen wir noch einmal für die Erinnerung, ob wir gerade in der Erinnerung sind, also ob wir uns gerade an eine Position erinnern, also in Memory. Memory. Und dann brauchen wir noch eine, ob wir uns noch uns nach der Erinnerung bewegen, also on memory. Erinnern wir uns gerade noch, also das hier, erinnern wir uns noch, ja, und bewegen wir uns noch in der Erinnerung. Jo. Gut. Dann brauchen wir jetzt einmal die Startmethode, denn wir müssen einmal ein File erstellen. Start. Und da holen wir jetzt einmal hier das using system.io, um Files zu erstellen und zu bearbeiten. Und dann sagen wir in der Start einmal if Aufrufezeichen file.exist, also existiert dieses File schon und welches. Wir packen das einfach in unseren Standardpfad, also persistence data Pfad plus, und dann hier einmal Doppelslash, und dann sagen wir einfach memory als Dateiname und dann einfach bin als Format. So, das können wir dann eigentlich auch kopieren, weil das werden wir jetzt noch öfter brauchen. So, einmal rein hier. So, ist die Datei nicht vorhanden, dann sagen wir einmal var file gleich file dot create, und zwar einmal unser File, zack, unsere Erinnerungsdatei, und dann F close, dass wir mit der Datei auch arbeiten können. So, dann haben wir jetzt schon mal unsere Datei quasi erstellt. Jetzt müssen wir nur noch einmal die Punkte setzen, also in die Datei reinschreiben,
wo wir denn gerade den Spieler gefunden haben. Also wo ist denn jetzt gerade der Player? Und dafür haben wir jetzt die Möglichkeit, wir haben ja unseren Raycast in unserem Sichtkegel und hier checken wir ja ab, da ist der Player, also ist da auch die Player-Position. Ergo ist auch da der Punkt, wo wir ihn das letzte Mal gefunden haben. Also haben wir hier einfach if nicht gleich find point. So, das machen wir, damit er nicht immer wieder einen neuen Findepunkt setzt. So, und dann sagen wir einfach, hier machen wir einmal eine neue Methode. Und zwar nennen wir die Methode save find point. Natürlich void davor. Void save find point. Also, nicht find, found point. Englisch. So, da haben wir die schon mal. Und dann können wir die hier einmal aufrufen. So, und dann sagen wir einfach save find point. So, und dann können wir hier noch einen Debug ausgeben, einfach indem wir sagen debug.log gleich, keine Ahnung, gefunden oder so, oder found oder irgendwas. So, in der found point Methode übergeben wir aber natürlich etwas, und zwar übergeben wir den Vektor 3, also die Position, Vektor 3 position. So. Und da übergeben wir dann einfach nur Target. Target. So. Dann können wir damit arbeiten. Jetzt ist die Sache, wir haben ja jetzt eine Datei angelegt und wir gehen am Anfang davon aus, dass in der Datei schon etwas drin steht. Also wir gehen davon aus, die Datei existiert, ergo es muss da auch eine Koordinate drin sein. Zum Anfang wird dann logischerweise keine Koordinate drin sein. Deswegen werden wir einfach nur einmal einen Buffer setzen und wir setzen einmal kurz die ganzen Points. Also wir setzen einmal die Punkte, wo denn jetzt wo der Spieler denn theoretisch sein könnte. Also dafür sagen wir dann einfach nur nochmal der, wie soll man das sagen? Also wir haben ja jetzt die Points selbst und jetzt adden wir einmal die Punkte, wo denn ungefähr der sein kann. Also ich bin ganz durcheinander. Also nochmal. Wir fügen jetzt einfach die Punkte, die in unserer Datei sind, fügen wir in unsere Liste hinzu, so dass wir die Liste überprüfen können und mit der Liste dann einmal abchecken, welche Punkte wir haben. Also gucken wir einmal if Aufrufezeichen file exist. Also wenn unsere Memory-Datei nicht existiert, dann fügst du auch bitte keine neuen Punkte zum Laufweg hin. So, dann sagst du einfach return und dann lesen wir einmal alle Punkte aus, indem wir einmal sagen string array und das sind dann die Points, also die Sichtpunkte, die wir hatten. Points, und dann sagen wir einfach nur file.readAllText, und zwar aus welcher Datei? Aus der Datei. Und dann gehen wir hier einmal auf Punkt split. Da sagen wir dann einfach nur split beim Zeilenumbruch. So. Und dann haben wir quasi die Datei, die dann ungefähr so aussieht. Und dann haben wir hier immer so einen Zeilenumbruch und da die letzte Koordinate, wo er den Spieler das erste Mal gefunden hat. So, dann gehen wir einmal in eine Schleife, sagen einmal vor. So, i passt schon. Und dann sagen wir da einfach nur points.length. Aber wir müssen da einmal minus 1 machen, denn er nimmt natürlich beim letzten Feld ist da natürlich nichts drin, deswegen einmal minus 1. So, und dann sagen wir einmal wieder string array. So, und dann splitten wir einmal die Punkte auf, also einmal points anstelle i dot split, und zwar bei Punkt. Das ist unser Trenner. So, und dann sagen wir einmal var für den neuen Vektor ist gleich new Vektor 3. Und da sagen wir dann einmal float.parse. Und dann parsen wir die Zahl, also den Text einmal in eine Zahl um. Und da sagen wir dann einfach p anstelle 0. Und dann können wir das einmal hier kopieren. Machen da ein Komma hin und sagen dann p anstelle 1. Machen hier ein Komma hin und da sagen wir da p anstelle 2. Dann haben wir da auch schon den Vektor gepasst und dann können wir einfach sagen m-position, also der Punkt, den wir ablaufen, ist gleich .add ist gleich v. So.
dann können wir ihnen sagen, weil wir die Points alle geaddet haben, dass wir uns an und also in unserer Erinnerung befinden, also on memory ist gleich true, denn wir bewegen uns ja in unserer Erinnerung und wir setzen einmal den Buffer, also einmal for i gleich m-position.count, so, und dann setzen wir einmal den Buffer, also p-buff.add und dann m-position anstelle i. Warum machen wir nicht einfach, warum machen wir jetzt nicht einfach unterstrich b buffer ist gleich m unterstrich position? Ganz einfach, dann denkt der Compiler einfach nur, dass p buffer dasselbe ist wie m position. Und so würde, wenn sich m position ändert, ändert sich auch m buffer. Deswegen müssen wir die Werte aus m position nehmen und sie in p buffer reinspeichern, so dass sie separiert sind, so dass das unterschiedliche Werte sind im System. So, dann haben wir jetzt die Points hinzugefügt und ihnen gesagt, wir sind jetzt an, in unserer Erinnerung. So, wir haben jetzt den Buffer, also können wir in unserem Save Point einmal überprüfen, gibt es unsere Position, an dem wir jetzt ihn gefunden haben, also an unserem Found Point, gibt es den schon in unserer Erinnerung? Also sagen wir if p-buffer.contains, so, und zwar die Position, die wir da haben. Wenn wir die Position schon haben, dann können wir einmal hier ein Debug machen, Debug Log, und dann sagen wir einfach exist, passt schon, so, und dann return wir, denn wir haben uns diese Position ja schon gemerkt. Ist das nicht der Fall, dann machen wir einmal ein String, und zwar einmal die Save Point, so, und der Save Point ist einfach nur Pose x plus, und dann einmal ein Punkt, plus pose y plus pose z und dann plus und dann machen wir den Zeilenumbruch, zack, 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 so. Dann haben wir einfach schon unsere Koordinate, die wir gerade gefunden haben, und die schreiben wir jetzt in das File rein, also File, Append All Text. Und den Text wollen wir in unserem Pfeil drin haben. Oh, habe ich nicht mehr. Da oben ist es. Wupp. Komm mal her. Kopieren. Oh, rein ein. So. Und dann einmal. Ups. So. Und dann einmal Wasserlauf machen. Einmal Save Point. Zack. Und dann sagen wir ihm hier: Find Point ist gleich. Ups. Find Point ist gleich True. Dann haben wir den Punkt gefunden und dann wiederholt er das auch nicht mehr hier, weil wir haben ja gesagt, ist find point false, und so merkt er sich immer nur die erste Position, wo er ihn beim runden Start oder wenn man halt ein neues Spiel macht oder gerade neu startet, dass er sich nur den ersten Punkt merken soll, weil er soll ja nur ungefähr wissen, wo habe ich den Spieler das letzte Mal als erstes gefunden, und das ist die Erinnerung, auf der wir aufbauen, weil wie gehabt, also es werden noch viel mehr KI-Tutorials kommen, denn das baut sich immer weiter aus und immer weiter aus und es wird immer komplexer, also ja, gut aufpassen. So. Und dann haben wir jetzt die Points geaddet, also wir haben sie der Liste hinzugefügt und wir haben jetzt der Erinnerung gesagt, dass wir uns in der Erinnerung bewegen, und jetzt müssen wir natürlich noch die Bewegung kalkulieren. Also ganz simpel gesagt, wir gucken einfach, welcher Punkt ist denn von Enemy aus der nächste Punkt, und dann geh einfach zum nächsten Punkt hin und guck, ob der Player dort ist. Also sagen wir einfach void calculate find point, so. Und dann machen wir einmal eine if-Abfrage, und zwar if mPosition.count größer als 0. Also haben wir überhaupt einen Erinnerungspunkt? Wenn ja, dann sagen wir in memory gleich true. Wir befinden uns in der Erinnerung. Else, dann sagen wir in memory gleich false und return. So. Ups, so. So, sind wir in unserer Erinnerung, also on memory, zack, if on memory, dann sagen wir einmal war, und da holen wir uns einmal den closest point, also closest, ja, geil geschrieben, m-position, und zwar an Stelle 0, die letzte Koordinate, die wir hatten, und dann gehen wir die einmal durch in der Schleife, for int
Länge von Precision Dot Count. Count. So. Und dann fragen wir einfach nur ab, if Vector Free Dot Distance. Wir machen das über den Distance-Weg, auch wenn das ein bisschen länger kalkuliert und sowas und bei größeren Dingen ein bisschen nervig ist, aber das ist jetzt am einfachsten zu benutzen. Also sagen wir einmal transform.position zu closest kleiner, größer als vector3.distance und zwar zwischen transform, position und ich mach mal einen Zeilenumbruch, dann sieht man das besser. So, einmal von der Position zum m-position Stelle i. So. Ist die Position, also ist die Distanz von unserer Position jetzt zum aktuellen closesten Point größer als die von dem nächsten Platz in der Liste, dann setzt er einmal den neuen Post, also den neuen closest Point. Closest, geil geschrieben. M-Position anstelle i. So, so setzt er dann automatisch den neuesten nächsten Punkt. Dann können wir den nächsten Punkt entfernen, weil wir steuern ja schon auf den Punkt zu, also brauchen wir den nicht mehr. Also sagen wir M-Position remove und dann einfach die Koordinate closest. So, und dann sagen wir einmal target ist gleich closest. So. Dann sagen wir onMemory ist gleich false, onMemory ist gleich false, denn wir haben ja unsere, wir haben ja jetzt unsere Erinnerung, also wir haben unseren Erinnerungspunkt, ne? Gehen wir einmal hier rein, er sagt jetzt einmal, sind wir onMemory, er sucht sich den nächsten kürzesten Punkt aus, also den nächsten Punkt aus, setzt das Target dorthin und dann sagt er onMemory ist gleich false, damit das nicht aktualisiert. Und logischerweise setzt er dann, wenn die Points einmal gesetzt sind, so dass wir bei der Startmethode einmal das automatisch aufrufen. Und dann müssen wir natürlich nochmal in der Update-Methode sagen, beim Distanz-Check, einmal hier bei ABS. So, da sagen wir einfach if in memory. Und wir haben den closesten Point zu unserem aktuellen Target bekommen. Dann sagen wir natürlich wieder on memory ist gleich true. So, dass er dann wieder den nächsten Punkt aus der Erinnerung nimmt. Jo. Dann müssen wir einmal hier unter Boolean den Punkt kalkulieren. Also calculate find point. So. Und dann müssen wir natürlich noch sagen, dass wenn wir uns in unserer Erinnerung befinden, dass wir uns auch bewegen sollen. Also sagen wir einmal if in memory. Dann sagen wir einfach nothmeshAgent.setDestination. Und dann wieder zu target. So, dann haben wir das alles auch schon und das war es dann auch schon fast im Großen und Ganzen. Wie gehabt, das ist jetzt nur so die erste Version, die ich jetzt runtergeschrieben habe und die auch funktioniert. Das funktioniert alles einwandfrei. Was wir natürlich jetzt, jetzt habe ich Dings vergessen. Und zwar, wir müssen natürlich die Punkte hinzufügen. Also einmal in der Startmethode add points, dass wenn wir immer, wenn wir das Spiel neu starten oder das Level neu starten, dass wir dann natürlich die Erinnerungen hinzufügen. So, dann haben wir auch alles. Gut. Dann können wir das eigentlich auch abspeichern und zurück zu Unity gehen. Ich habe ja jetzt hier schon dieses File, wie man sieht, hier sind ja schon Koordinaten drin. Aber wenn ich jetzt mal, die Dateien sind übrigens bei app data, local law, wahrscheinlich bei euch default company und dann da, wie euer Projekt heißt. Und da habe ich jetzt schon hier diese memory.bin, die kann ich jetzt einmal hier rauslöschen. So, dann kann ich das einmal hier, ist ja auch egal. So, und wenn ich jetzt einmal Unity neu starte. So, dann sehen wir jetzt, dass unser Enemy sich einfach random auf dem Feld bewegt, weil er hat ja noch keine Erinnerung. Also er sucht jetzt einfach nur den Player und sucht nach der Erinnerung. Also wenn wir jetzt auch hier zum Beispiel in die Datei gehen, da sehen wir ja, hier haben wir da die Memory-Datei. Und wenn ich die jetzt hier reinziehe, dann ist die Memory-Datei auch leer. Da ist da nichts drin. So. Der minimale Punkt ist ja auch auf 0,5 gesetzt. Und jetzt sucht er es schön fröhlich unseren Spieler, wo er sich denn gerade befindet. Helf ihm mal so ein bisschen. So, machen wir mal den Player hier so hin. Wird er dahin gehen? Ja, nein, warte. Ja. So, zack, hat den Player gefunden. So, und wenn wir jetzt hier einmal hingehen und jetzt sagen wir ihm einfach mal, der Player ist jetzt keine Ahnung, da vorne hat er ihn gefunden.
Machen wir einmal so. Starten nochmal neu. So, und jetzt bewegt sich die KI natürlich zum ersten Erinnerungspunkt. Aber jetzt sieht er... Ah, guck mal da. Habe ich dich schon wieder gefunden, du Schlingel. Zack. So. Jetzt schiebe ich ihn einfach mal nach da oben. Gehen wieder auf Play. So, und jetzt geht er natürlich wieder einmal gucken. An der Stelle, die er eben geguckt hatte. Da habe ich ihn das letzte Mal gefunden. Okay, hier ist er nicht. Gut, dann gehen wir an eine andere Stelle gucken, wo wir ihn da im letzten Mal gefunden haben. Da ist er wohl auch nicht. Okay, dann suche ich weiter. Und jetzt geht das schön wieder auf die Suche. Wie man auch hier sieht, die Points sind leer. Und jetzt läuft er wieder random in der Welt herum und sucht unseren Spieler. Wie gehabt, es ist zum Beispiel das Hauptprinzip von Hello Neighbor. Also so funktioniert die KI auch von Hello Neighbor. Und ja, so kann man natürlich noch mehr interagieren und so hat er dann schon mal eine grobe Erinnerung. Man kann natürlich das noch weiter ausbauen. Wie gesagt, das Thema KIs ist endlos und dann fängt noch das Next-Level-Thema an, neuronale Netzwerke. Also ein neuronales Netzwerk ist nicht dasselbe wie eine KI. Also man sagt ja immer, eine KI ist ein neuronales Netzwerk, aber nein, also es gibt KIs und es gibt ein neuronales Netzwerk. Das neuronale Netzwerk ist zwar auch, es trainiert sich selbst und es funktioniert halt auf Basis von Neuronen, also quasi programmierten künstlichen Neuronen, die bestimmte Wichtigkeiten von Interaktionen, es ist, neuronale Netzwerke zu erklären, ist sehr schwer und ich bin sehr schlecht darin, aber darauf bauen wir uns gar nicht, sondern wir bauen halt auf KIs, also auf künstliche Intelligenz, wie hier jetzt der Spieler, also dass die KI sich Dinge merkt und aus diesen Dingen kalkuliert und sonst was, also eine simple künstliche Intelligenz und keine wirkliche Intelligenz, also ein neuronales Netzwerk ist ja eine wirkliche Intelligenz, das ist ja ein neuronales Netz, also wie unser Gehirn, und eine KI ist ja nur eine künstliche Intelligenz. Also das sind schon, in der Spielewelt sind es schon zwei verschiedene Dinge. In der Informatikwelt sind sie es nicht. Also in der Informatik ist eine KI dasselbe wie ein neuronales Netzwerk. Aber in der Spielewelt ist eine KI nicht gleich ein neuronales Netzwerk. Ganz simpel. Und wir werden natürlich noch weitere Folgen machen, also noch weitere Tutorials zusammen machen. Und zwar ein bisschen mit Combat-KIs und sonst was. Und auch mehr mit Erinnerungen arbeiten und Kalkulationen im Sinne von, wie wird der Spieler interagieren. Wie zum Beispiel gibt es auch in vielen Sachen, wie auch bei Hello Neighbor, dass man sich in einem Schrank verstecken kann. Und wenn die KI einen zum Beispiel in diesem Schrank schon mal entdeckt hat, dass sie dann dazu lernt, in Schränke reinzugucken oder erstmal in diesen einen Schrank reinzugucken. Also das Thema KIs ist noch unendlich lang und wir werden dazu noch viele verschiedene Folgen machen. Ich hoffe, es war nicht zu confused. Es ist nämlich 1 Uhr 39 morgens und ich habe das alles auch sehr spontan gemacht, weil ich einfach Bock zu hatte. Und ja, ich habe halt schon sehr lange kein Tutorial mehr gemacht und deswegen musste mal was raus. Und das Thema KIs möchte ich doch vertiefen, bis wir zum Deep Heavy kommen, weil das machen wir quasi nur so ein bisschen Deep Learning, aber bis wir vielleicht mal irgendwann zum Thema neuronale Netze kommen, aber das wird dauern. Erstmal beschäftigen wir uns nur mit Game-KIs, also nur mit Spiele-KIs. Gut, ich hoffe, es hat geholfen, ich hoffe, es findet Anwendung und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mehr das Konzept beibringen von Erinnerungen und Kalkulierungen und KIs. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.